Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zu meiner Sprechstunde. Heute geht es um das Abhören. Ich möchte mein Kind gern abhören lassen. Das ist die häufigste Bitte, die meine Sprechstundenhilfe an unserem Telefon hört. Und wie Sie selbst entscheiden können, ob sich der Weg zum Doktor überhaupt lohnt, dazu soll dieses Video dienen. Sie müssen dazu nur ein paar wenige Fragen beantworten. Die erste Frage: Seit wann hustet ein Kind? Wenn es weniger als 2 Wochen hustet, brauchen Sie zunächst keine Angst haben, dass dieser Husten chronisch wird, weil jeder normale Husteninfekt, meistens ist es eine Erkältung, etwa 2 Wochen dauert, ob mit oder ohne Arzt und ob mit oder ohne Medizin. Die zweite Frage: Wie geht es meinem Kind dabei? Ein Kind, das hustet, aber sonst fit ist, mit dem Sie sonst alles machen können, was nicht beeinträchtigt ist, was normal isst, normal trinkt, normal schläft, wenn auch der Husten ab und zu das Kind in der Nacht stört, aber nicht wirklich beeinträchtigt, dann können Sie getrost noch warten. Dritte Frage: Hat mein Kind Fieber? Wenn ein Kind kein Fieber hat und wie gesagt auch sonst nicht beeinträchtigt ist, besteht kein Grund, ein Kind abhören zu lassen. Wann ist ein Abhören sinnvoll? Wenn ein Kind beeinträchtigt ist, wenn das Essen, das Trinken eingeschränkt wird, wenn ein Kind nicht mehr schlafen kann, weil es vor lauter Husten nicht zum Schlaf kommt, dann selbstverständlich. Und zum Schluss, Ihnen ebenfalls eine Hilfe bietend, meine Videos über die 7 Hustenarten, über die Therapie und über die möglichen Hausmittel, die Ihnen zur Verfügung stehen. Urtikaria, die Nesselsucht oder das Nesselfieber. Wenn Sie Kontakt mit einer Brennnessel haben, dann haben Sie exakt den gleichen Hautausschlag wie bei der Urtikaria. Kein Wunder, denn Brennnessel heißt Urtika. Es ist eine recht häufige, plötzliche Hauterscheinung, die